Hallo. Ich bin gerade schon wieder meine Katze am Dirigieren. Danke. An meine Katze am Dirigieren. Ne? Ah, Leute. Schlimm. Schlimm, die Katzen. Ich fange gleich mal mit Spülen an. Ich hatte gestern so irgendwie gar keine Lust. Ne? Hier wird ja auch mal, ne? Ach ja. So, gestern hatten wir ja ein schönes Thema gehabt. Ne? Thema Auswandern und so. Ist ja auch für mich schon interessant. Ja, also, ja, meine Stellungnahme dazu. Ja. So, wieder jede Menge Tassen hier. Ich muss hier mal alle anspitzen. Mal eine Tasse pro Tag reicht. Nicht 7 oder 20 oder wie viel ich hier stehen habe. Schlimm, ne? Ja, ich vergesse die manchmal oben auch und dann, wenn ich hier unten bin, für Abendessen vorbereiten oder machen, dann habe ich auch schon wieder eine andere Tasse. Also so lala, ne? Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Oder man muss sich so eine Tasse so um den Hals hängen. Ne? Wie so ein Weinsommelier, der hat ja auch so ein kleines Mini-Tässchen. Glaube ich, am Gürtel oder wo das war. Ja, da hat er auch so ein, ne? Und da kann er so ein, ja, wie so ein Teelöffel vielleicht mal von seinem Wein probieren, ne? Kann man dann so. Falls der Kunde mal was zu meckern hat oder so. Ach, ja. Heute fühle ich mich wieder so blöd. Manchmal hat man so Tage, ne? Da ist halt alle so. Boah. Ja, aber wie gesagt, Thema Auswandern, das war ein schönes Thema. Finde ich auch ein schönes Thema. Das ist ja immer noch, ja, vielleicht nicht immer brandaktuell, aber zumindest ist es. Ja, es ist ein Traum, ne? Es muss ja auch nicht mal Auswandern sein. Ich hätte ja gesagt, so ein Haus, ja, so ein Urlaubshäuschen irgendwo. Ja, wenn man das nötige Kleingeld hat, dann ist das auch in Ordnung. Dann vielleicht mit jemandem teilen. Na, der dann vielleicht genauso tickt. Finde ich ganz gut. Aber wie gesagt, dann geht das auch nur auf Miete. Ja. Aber davon ab, wenn ihr so mal so einen Bauernhof oder so in der Nähe bei euch habt, na, ruhig mal melden. Auch nur Mietbasis, ne? Ja, weil anders geht es nicht. Kann mir jetzt nicht noch einen Kredit anlegen. Ja, ich gewinne im Lotto. Dann kaufe ich hier gleich unser ganzes Dorf hier. Kann man. Ist für kleines Geld. Auch hier das Haus ist noch zu verkaufen. Gerade brandaktuell.
Ach ja. Lieber war bei euch das Wetter. Also, doof wie hier. Ja, das war, boah, das fing auf einmal, wird auf einmal schwarz, der Himmel. Ja, und auf einmal, gut, da kam auch immer wieder die Sonne raus, ne? Also, man kann schon sagen, oder man kann noch richtig so von Aprilwetter reden, ne? Kann man richtig sagen, Aprilwetter. Na. Ja. Ja, jetzt aber. Und was haben Sie wieder Neues erfunden? Neuen Diesel, ne? Ist das nicht gut? Hat keiner von geredet, ne? Komisch, ne? Hat keiner von gesprochen. Nur weißt du, das Problem ist, das ist Pommesfett. Ja. Ich meine, ich habe ja schon öfters mal so einen alten Diesel, der mal an mir vorbeigefahren ist. Da habe ich, boah, der stinkt wie eine Pommesbude, ja? Ja, weil da alles Pommesöl da verbraucht, ne? Man, ja, okay, warum nicht, ne? Soll ja, ich glaube, 90% sauberer sein, ja, so Emissionen geschützt, ne? Also, warum nicht, ne? Der einzige ganz böse Nachteil ist, was wurde mit dem Pumpen, mit diesem Fett gemacht? In welcher Küche, aus welcher Küche kommt der? Ja, also der soll ja aus dem Ausland kommen, ne? Asien habe ich gehört. Ja, ja, aus welcher Küche kommt der? War der denn auch vegan? Ja, stell mal vor, ihr habt einen Diesel, ihr Veganer. Ja, da ist er wieder, ne? Ja, der Vegane, ne? Ja, oder? Stell mal vor, du fährst ein nicht veganes Fahrzeug. Was denn dann, ne? Ist aber gesünder. Ist sauberer für die Umwelt. Ach, ist das gut. Ach, mir geht schon wieder einer ab. Ja. So. Ja, ich habe wieder Abrechnung gekriegt. Ja, ja, Haushalt. Ach, wer ist das? Haushalt? Quatsch. So Verbrauch, Wasser, Müll, ja, hat mal wieder Abrechnung gekriegt. Aber das kennt er ja selber, ne? Das ewige Leid, ne? Das ist so ein Drama, ne? Damit, ne? Ein richtiges Drama. So, ich mache jetzt nur die Suppe heiß, die ich gestern, die wir gestern hatten. Ja, also ist nichts Besonderes heute. Überhaupt nichts Besonderes. Wie viel Würstchen habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Ich brauche 6. 6 Würstkes brauche ich. Was habe ich runtergenommen? Nein. Steht hier oben? Es steht oben. Ja, ich bin am Überlegen. Ja. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, müsste reichen. Scheibe Brot dabei. Und dann klappt das. Ah. Ja, ah, lustig, ne? Die Veganer, ne? Veganer und ich, ne? Aber ich hab's ausprobiert. Da könnt ihr mich jetzt, ja, eine Karre pinkeln.
Ja, ich habe es aber ausprobiert. Überall, ne, 40 Tage waren das ja. Könnt ihr ja zurückverfolgen. Da braucht ihr nur zurückscrollen. Na, ja, da findet ihr das, was ich da so angestellt habe. Ne? Gratias. Oder soll ich es machen? Sonst hab ich halt ein bisschen in der Nase drin. Doof. Nö. Da, nee, da nix. Da muss ja mal ab. Nur auf den hervorquellenden. Nein, das lässt mal schön da und schön zu. Könnt ihr mir mal verraten, warum ich einen Partner habe? Wenn er so direkt gar nicht auf dich hört und kein Bisschen? Lächerlich, gell? Pappnase, der, ne? So eine Pappnase. Ich rufe den, ich spreche mit dem. Bin dann so am Erzählen. Hallo? Da gucke ich so um die Ecke. Da war gar keiner mehr da. Ist das schön, ne? Das tut gut, oder? Boah. Ja, solche Menschen brauchst du nicht, ne? Aber guck mal, jetzt ist ja schon wieder so eine neue Rentenreform, ne? Boah, da kriege ich ja vielleicht mal. Ja, also wie mich das angehört hat, soll es da weniger geben oder wie war das? Ne? Ja, die reden ja mal alle davon. Aber also, ich auch gut finde, die AFT. Ne? Oh, die muss doch Protokoll führen, ne? Ob sie böse Wörter sagt. Ne? Ansonsten kriegt sie es verboten, wenn sie das nicht macht. Schön. Nein, Quatsch mit Soße. Man muss auch dabei ruhig bleiben, ne? Man muss ganz ruhig dabei bleiben und immer locker durch die Hose atmen. Ne? Nicht vergessen, Einzahlungsschluss Samstag in 8 Tagen. Also egal. Nee, das kommt ja aus dem alten irgendwo. Wo war das nochmal? Einzahlungsschluss Samstag in 8 Tagen. Das war doch irgendwie Glücksspirale, glaube ich. Ne? Glücksspirale, ja, einmal Glücksspirale. Habe ich auch mal gewonnen. Ne? Da hat mein Schwiegervater gesagt, du. Also Ex-Schwiegervater, Gottes Willen, Ex-Schwiegervater. Wann hast du denn da für eine doofe Zahl? Was war das nochmal? Ich glaube, 4 Einsen waren am Ende. Ich habe da gar nicht drauf geguckt. Ich habe jetzt einfach so den Schein rausgezogen. Macht man ja öfters mal so, ne? Ja, Glücksfee so spielen. Ja, den Schein so aus dem Stapel rausziehen, ne? Und dann einfach ausfüllen. Ja, und dann gucke ich drauf, ach du lieber Gott, ne? Ja, da war wirklich 4 Einsen am Ende. Total die bekloppte Zahl. Ja, der hat ungefähr, ich glaube, 6 Wochen oder was, das war so ein Jahreslos, ne? Er hat ungefähr 6 Wochen gerade gespielt. Und auf einmal gucke ich auf dem Konto. Ja, weil mit Kontonummer, ja, über Kontonummer das einbezahlt ist, ne? Und da war einfach mal 1000 Mark drauf, du. 1000 Mark. Ey, Homme. Homme geil, ne? Jo. Da habe ich mich natürlich total tierisch gefreut, ne? Oh, habe ich mich gefreut. Habe ich so, ich sag, guck mal, Schwiegervater, also, jetzt, ne? Ex-Schwiegervater, guck mal. Kontoauszug, Glücksspirale. Bitteschön. Die 4 Einsen am Ende. Ja. Ja, 1000 Mark, ne? War doch, ist doch schon mal ein klein, fehlt noch ein bisschen zu der Million, aber kann ja noch kommen, ne? Kann ja noch werden, ne? Ja, ich sammle ja auch noch 500er. Die sollen ja, glaube ich, aus dem Verkehr sein, meine ich. 500-Euro-Scheine, damals der Tausender, oh, das war ein schönes Scheinchen, ne? Das Geld sah auch schön aus, ne? Hier den Hippie da mit den langen Haaren da, ne? Ah, das war ein sexy Man. Boah. Oder der Heiermann. Ja, bist du nach Opa, Oma gegangen, ne? Kurz Lederhöschen an, weißes Hemd, schöne Schürchen an, weiße Strümpfchen, ne? Säckchen, ja? Und dann ab nach Opa und Oma. Halt immer einen Fünfer gegeben, ein Heiermann. Oh, das war immer, da war, boah, da habe ich mal so richtig Spaß. Da war ich öfters dann, ne? War ich hinterher reich, so. Nein, ich habe das immer ausgegeben.
So mit Mickey Maus Hefte und ich habe das, ich auch heute nicht. Ich kann nicht sparen oder ich will auch gar nicht sparen. Ja, sparen sehe ich so als Körperverletzung. Ja, du sparst und kriegst einen in die Fresse. Ja, wenn du noch so so intelligent warst und hast es auf der Bank gegeben, ja, Zinsen, das wächst, ne? Am Ast, da hängt der Klafter. Entschuldigung für meine klaren Worte, ne? Aber ihr kennt mich ja so, ne? Ja, Pustekuchen, nichts. Da musst du sogar noch drauf zahlen. Ich habe von Leuten gehört, die hatten, ich glaube, 100.000 oder was. Ja, ich glaube, die mussten da 17.000 oder was von vergessen. Oder ja, dann waren nur noch 83.000 noch davon. Ne? Ich sage, das hat bescheuert. Ey, das Geld ausgeben, macht einen Urlaub dran. Was nützt das, wenn ihr hinter der reichste Tote auf dem Friedhof seid? Ne? Das nützt doch auch nichts, oder? Ja, oder die lachenden Erben. Nö, nö, das mache ich, so ein Quatsch mache ich nicht, ne, das gibt es nicht. Ach Gottchen, ach Gottchen. Ach ja, Leute. Ja, das war schon wieder der Met. Ah, der Met, der nicht gerade steht. Ach ja. So, Brot gleich rübernehmen. Ja. Ja, aber nur was willst du Marke, ne? Das Leben, das ist hart. Hart wie Marmelade und zäh wie Himbeergelee. Obwohl Himbeergelee mache ich gar nicht so, ne? Himbeermarmelade mache ich schon gernerer. Aber Erdbeermarmelade, also Daumen hoch von euch allen, also ein, ne, Daumen hoch und ein Abo, die noch nicht bei uns sind, Abo abschließen, wer gerne Erdbeermarmelade mag. Ich mag auch zum Beispiel ganz gerne schwarze Johannisbeeren. Ich liebe schwarze Johannisbeeren als Saft, als Frucht, auf dem Eis, Marmelade sowieso. Oh, das liebe ich, ne? Allein der Geruch. Ja, also der Geruch, das war ja mal Hammer. Ja, ich hätte damals gab es da so ein weinhaltiges Getränk. Ja, der hieß Berry Long. Ne? Berry Long, ja, das war auch mein CB-Funkname. Ja, vielleicht, Thorsten, vielleicht kennst du den Namen noch, Berry Long. Ja, ich weiß gar nicht, machst du eigentlich auf CB-Funk oder machst du nur die breite Welle oder wie das heißt, die breite Welle oder die perfekte Welle. Ja, auf jeden Fall, weil ich habe den Wein aufgemacht, das war so ein Weinfläschchen, ne? Berry Long hieß der Wein. Ah, und ich mache den auf und rieche. Boah. Und dann kam mir gleich dieser ganz spezielle Geruch, dieser Duft von schwarzen Johannisbeeren hoch. Aber Leute, ja, also ich bin da drin verliebt. Ihr mögt vielleicht Kotelett, ne? Kotelett mit Buttergemüse, den Geruch. Kann das sein, ne? Ist auch nicht beeinflussbar, Gott sei Dank, ne? Ja, und da habe ich den dann so, ja, getrunken und habe gesagt, also ungefähr so ein Gesicht, ne? Ja, von damals hatte ich noch ein anderes Gesicht, da war noch ein bisschen mehr so an Volumen, ja, habe ich auch, ja, ungefähr so. Jetzt gucke ich etwas schmaler aus der Wäsche. Ja, und lecker, Leute. Boah, war der gut, ne? Also das ist ja so, boah, meine Nonchalance, ne? Ach nee, ja, das hieß Nonchalance, ne? Das war da so ein Parfüm damals, ne? Gab's ja auch, ne? Wie Totzka und Tabaks und Sir Irish Mods, ne? Ja, lecker, ne? Gute Düfte, ne? Ich mochte am liebsten auch hier Russisch, nee. Also dieses eine Land da hinten, was doof ist. Also nicht das Land, um Gottes Willen, ne? Also das ist ja nur eine Person doof. Ist ja normal so. In dem einen Land da, ne? Was ja keinen Krieg macht gerade. Das ist ja ein Einsatz, weil Spezialeinsatz oder so, ne? Hatte ich früher im Helm gehabt, einen Spezialeinsatz, ne? Für die etwas rundere Birne, ne? Nein, ich habe keine runde Birne, ich habe einen schönen Eierkopf. So, auf jeden Fall,
Ist stehen geblieben. Ja, russisch Leder. Oh, entschuldige Gänse. Ja, oder Tabak. Boah, Tabak. Ne, Tabak, russisch Leder. Boah, das waren Düfte früher. Da brauchte kein. Ja, guck mal, ich habe mich da einen angeguckt. Fritz Fiat oder nee, Tim Thaler, Tim Opel oder nee, Tim Tom Ford oder irgendwie sowas, ne? Ja, da kostet so ein kleines Fläschchen 160 Tacken. Alter Verwalter, da überlegst du dir aber genau, ob du da das Portemonnaie für aufmachst, so, ja, okay, ne, also gibt ja welche, die können das, denen interessiert das überhaupt nicht, ne? Die lassen sich auch extra so dicke Lippen, so Schlauchbootdinger da, so, ja, ungefähr die Größen manchmal, aufpumpen, weil sie nicht mehr hier wissen, wohin mit dem Geld, ne? Ja, diese Schönheitsapostels da, ne? Ja, das sind ja total durchgeknallte Menschen, ne? Denn die sind ja kaputt, die sind ja, also, ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch so viel Kohle, ja, ich würde mir vielleicht eine Frisur machen, ja, oder mein Bart färben oder so, ne? Ja, aber ich würde doch nicht hingehen, Lippen aufpumpen, mir die Falten wegtackern oder so. Hä? Warum? Ey, ich bin in Würde alt geworden, ja? Ich brauche sowas nicht. Überhaupt nicht, ja? Ja, wenn man, ja, oder einen schönen Anzug holen, damit man dann, aber da würde ich auch nicht so ausflippen, ja? Einen vernünftigen Anzug oder so, ja, mal vielleicht mal abends so zum Rausgehen. Ja, aber der braucht doch nicht tausende Kosten. Ja, Leute, ich hasse doch nicht mein Geld, ich liebe mein Geld. Ja, dann würde ich so vielleicht, ja, den einen oder anderen mal ein bisschen bei dir in die Tasche stecken. Ich sage, hier, komm, du siehst heute schlecht aus, ne, hol dir aber kein Bier, hol dir was zum Essen für dich und deinen Hund, ne? Ja, so. Aber nicht, nee, ich bin da so ein bisschen anders, ne? Nee, ich brauche keine Schlauchbootlippen oder so. Nö, vielleicht, nö, auch nicht, ne? Ja, man sagt ja immer so, ne? Man, ja, da will ich ein Ferrari, wenn ich Lotto gewinne, ne? Ein Ferrari kaufen und oh, ein Hubschrauber mit extra Hubschrauberlandeplatz auf den Hubschrauber. Ja, gibt es ja, ne? Gibt es, ne? Ja, warum auch nicht, ne? Müssen ab und zu mal gucken, ne, ob Niki da lauscht und mich ärgern will. Der ärgert mich nämlich immer, ne? Ja, was würde ich alles? Ich würde mir ein ganz normales Auto holen. Ja, es gibt ja so einen, der sieht aus wie so ein Bentley, ne? Ja? Schreissler oder wie heißt der? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, der reicht. Und der ist gar nicht mal teuer. Der kostet, glaube ich, nur nagelneu als Kombi oder. Ja, 38.000, ne, und nicht 380.000, ne. Bin ich denn bescheuert? Naja, würde ich nie tun. Alles ganz normal. Auf normal eingestuft, ja. Ja, und dann, mal gucken, so, ne. Ja, vielleicht schon ein schöneres Haus, ne. Ich träume ja immer von so einem altbackenes Haus, vielleicht so ein Türmchen dran, ja, und dann habe ich so fantasiert, so, das braucht auch nicht am Strand sein, das kann ruhig ein bisschen mehr so in den Bergen sein von mir aus, aber dann mit so einem rundherum gehenden Wintergarten. Ja, dass man so, wenn man morgens aus der einen Tür oder ja, beziehungsweise aus der Tür rausgeht, kann man dann so rechts rum oder links rum, kann man sich, ich meine, okay, das ist manchmal schon schwierig morgens, ja, vorm Kaffee rechts oder links rum. Ja, wie gehe ich jetzt? Wozu habe ich jetzt gerade mal Lust, ne? Ja, dann gehe ich mal heute links, links, ne? Dann gehe ich links herum, brauche so ungefähr so 10 Minuten, bis ich da auf der anderen Seite angekommen bin. Dann gehe ich hier nochmal 10 Minuten, nochmal hier 10 Minuten. Jetzt muss ich ja auch wieder zu der Tür kommen, nochmal 10 Minuten. Ja, und dann hier ist die andere 5 Minuten oder so, ne? Weißt du? So, ne? Überall so alte Möbel mit Blumen drin, ja, so schön, so schnuckelig machen, ne? Ja, Sitzgelegenheiten. Ach, das wäre, oder würde ich, würd ich noch im Lotto gewinnen. Sonst nicht, nee, nee. Das ist ja albern. Aber was soll ich mit 30, 35, 37, 40 Millionen, was soll ich damit, ne?
Hat doch genug, ne? Ja. Und dann schön so einen bunten Garten. Aber das würde ich machen lassen. Da würde ich gucken, ob ich da vielleicht so einen, der vielleicht nicht so viel Kohle hat, ne? Ja. Der vielleicht sagt, ne, ich habe nicht so viel Geld, ich hab 25 Kinder, die muss ich ernähren. Also, dann würde ich sagen, komm, ja, mach mal. Ja. Aber jetzt hier so eine Firma oder so, ja. Ja, okay, auch Firmen brauchen die Kohle, ist schon richtig, das ist schon in Ordnung, ne? Ja, aber ja, bei mir ist das halt, ich bin für alles sozial eingestellt, ne? Alles so, ja, das klingt nicht immer so. Manchmal kommt das auch anders, als du denkst, als zweitens denkst, ne? Ja, aber trotzdem bin ich ein Sozialmensch. Muss mal wieder nach meiner Suppe gucken. Ja, da passiert nichts, hab ich auch nur auf warm halten. So, ich muss gucken, ob morgen Kohle da ist. Ja, wieder Abrechnung gekriegt, 135 Tacken muss ich nachzahlen oder zurückzahlen. Ne? Da muss ich ja mal gucken, wie ich wieder an die Kohle dran komme. Ne? Ich habe das auch nicht so, ja hier schlackern, das fällt da so raus. Oder hier meine Katzen oder so am Schwanz immer so pumpen, dann fällt das hinten aus dem Popo raus, die Goldmünzen. Nee, nee. Das geht bei mir nicht so. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie ich wieder da dran komme. Ne? Ja, das ist ja wird ja alles teurer, ne? Kriegst ja nichts geschenkt. Ja, okay, jetzt haben wir ja TV. Das finde ich ja sowieso mal total bescheuert, ne? Ja, da musst du die komische Getz bezahlen, ne? Die Rundfunkgebühren, ja, die Verarscher, ja, die Steuereintreibe. Quelle, ja, diese sprudelnde Quelle, ja, und diese haben noch nicht genug, die kriegen die Schnauze noch nicht voll, ne, ja, nee, da muss noch erhöht werden, opa, Rundfunksgebühren, ja, weißt du, aber dann achtet mal da drauf, ne, achtet mal da drauf, ja, das ist alles ein und derselbe Klitsch, ne, also, ob das Bayerischer Rundfunk, oder ich glaube, das ist ja alles so, ja, alles, wo man für Kohle zahlen muss, ne? So, Steuern, ne? Steuern, ja, Steuern. Das muss ja dann dafür hinblättern. Ja? Und dann kommt ja der Hammer. Dann stehen draußen in so einem Übertragungswagen, also irgendwo, ein Mensch, eine Dreiviertelstunde wird so ein Fußballfatzke interwufft. Ich hätte da was reinklatschen können in das Gesicht, ne? Eine Dreiviertelstunde. Ja, aber die Themen, die mich jetzt richtig, wirklich interessieren, Weltgeschehen, Fußball ist doch kein Weltgeschehen, das ist mafiosisch. Das ist ja nichts, das ist doch Mann, das ist Menschenhandel, das ist krumme Touren, ja, guck dich doch mal die ganzen UEFA-Star oder wie sie alle heißen da, die Butzenligas da, guckt sie sich doch mal an. Du Schweinkram da. Ja, tut mir leid. Ja, auch die Leute, die mit eine Karre pinkeln wollen, das ist aber so. Ja, das ist doch nichts Echtes. Das ist doch nur eine Betrugsmasche. Ja, Jungs, früher, ne? Ich sage immer, da ging es um einen krummen, schiefen, verbeulten, verkratzten Blechpokal. Ja, Blechpokal. Ja, und die Verlierermannschaft musste Gewinnermannschaft ein Kassenbier zahlen. Das waren noch Spiele. Ja, wenn du da einen Ehrenfort Schienbein gekriegt hast, ja, da warst du noch Mensch. Ja, hast du wieder, Scheiße, Schiri, Moment, ne? Aber jetzt geht's wieder. Weißt du? So. Nee. Dann streicheln sie den so. Ach nee, die streicheln den hier und machen. Habt ihr sie nicht mal alle? Na, guckt euch da wenigstens Frauenfußball an. Da ist schön. Das lobe ich mir. Der Frauenfußball, boah. So eine Damenmannschaft, ja. Ja, da ist noch so, da sind so also alten Style. Und die kriegen ja auch nicht so viel. Sind da leider Frauen, ne? Finde ich ja auch ganz furchtbar. Wenn, immer diese Benachteiligung, ne? Du bist jetzt Frau.
du kriegst jetzt erstmal weniger. Obwohl du noch geileren Fußball spielst wie die Männer, ne? Ja, ist so. Das finde ich absolut abartig. Ich mag sowas nicht. Das ist wieder Ungerechtigkeit, ne? Ich mag nichts Ungerechtiges, wie heißt das? Also egal. Ja, verstehst du? Kapierst du, ne? Ja, kann ich nicht leiden, sowas. Ne? Also wie gesagt, früher der Fußball, das hat noch Spaß gemacht. Aber Millionen für irgendeinen, ja, der sich vielleicht das Bein bricht und dann vielleicht gar nicht mehr Fußball spielen kann, da stecke ich da Millionen rein. Das ist doch Menschenhandel. Das ist Mensch. Aber da wird keiner was sagen. Das ist genauso wie Kinderarbeit, ne? Kinderarbeit. Ja, um Gottes Willen. Ich hasse Kinderarbeit. Also da müsste ich jetzt nicht. Ja. Aber komischerweise, ja, Teppich, ne? Ich habe ja mal Teppich verkauft, ne? Schön jahrelang. Ich war ein super guter Verkäufer. Super ehrlich. Ja, und wir haben auch sehr darauf geachtet, dass halt keine Kinderarbeit. Ja, wir hatten sogar ja, da gibt so ein, wie sagt man dazu, so ein Oberhaupt, ja, von sämtlichen Teppich. Das ist eine Großteppich, hin und her, Zuppelei, ne? So, und da der Oberhaupt, der macht immer Besuche grundsätzlich unangemeldet, ja, in verschiedenen Firmen und guckt, ob da wirklich, aber ist egal. So, da kamen dann die Leute immer, ist da Kinderarbeit drin? Weißt du, da könnte ich ja schon mal reinlangen, ne? So, die Auffahrt für die Garage, ne? Das sind so kleine Kopfsteinpflaster, so ein Blaustein oder wie die heißen, ne? Ja, so in quadratisch. Da sagt keiner was, ne? Das ist auch Kinderarbeit. Ja, komisch, ne? Ja, da werden von kleinen Kindern, ja, so 6, 7 Jahre oder so, die Eltern vielleicht verschuldet. Der Steineklopper-Chef, ja, der sagt halt, na, dann musst du jetzt mal hier, da geh mal, dein Vater, deine Mutter kann nicht mehr, jetzt bist du dran, ne? Ja, so ein kleines junges Mädchen da, zack, bom, 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 Steine kloppen. Ja, leider, ne? Diese kleinen Backsteinchen habe ich gesehen, ich habe die Kinder gesehen, ja, da konntest du mal durchgucken, ja, ja, bis auf der anderen Seite, weil das alles durchgeschleudert war, ne? Dickes, dreckiges Verband drum, hat sich entzündet ohne Ende, ja, Blutvergiftung und was nicht alle, ja, da sagt aber keiner was, komisch, ne, Teppiche, ich sag Kinderarbeit drin, ne, und dann kommt ja der absolute Hammer. Ich weiß ja nicht, ob die Fußbälle, wie sind wir beim Fußball, ob die Fußbälle noch von Hand gemacht werden. Von Kinderhand, ja. Die werden nämlich von Kindern, dann müssen die nämlich mit so einer Ahle, also so ein, ja, so, da haben die zwei so Dinger da, so, müssen die so Löcher reinpieks in diese kleinen, was ist das, fünfeckigen Flicken da, ne? Ja, Löcher reinpieksen. Und dann haben die Nähgarn unwahrscheinlich stabil, ja, also richtig so, ja, ich glaub, das kommt dem schon sehr ähnlich, ja, das ist so ein, für Rolladen wickeln, ne? Weißt du? Und dann müssen die ja mit ihren kleinen Fingern müssen ja so ziehen und das hat schön stramm der Knoten, also die Naht hält, ne? Da interessiert dich erst recht keiner für. Komisch. Ja, was ist denn da? Ja, hallöche, popöche. Ja? Die tun mir leid. Ja, wenn Kinder für die Schulden der Eltern, ja, 5, 6, 7 Jahre, ich weiß nicht, ab wann die da solche Sauereien da machen mit den Plagen, ja, wenn die das schon dafür malochen, zur Strafe malochen gehen müssen, ja. So, und das finde ich traurig. Kicknack, wo gehen wir denn jetzt hin? Haare auswatschen? Ja. Achso, das lange, das wollte nicht. Nein, das, die Spitzen nicht, die werden hinterher ja pink und türkis. Genauso wie das Ding komplett pink wird.
Punk wird das. So ein bisschen bunt bleibt schon noch. Bunt. Ja, die hat wohl einen Einhorn am Kopf geschissen, wa? Wie immer. Vor allem da ist mein Einhorn. Ach ja, Hauptsache lullig. Ah, so. Ja. So, das hab ich. Das können wir auch noch. Hier so ein süßes Brot. Das ist lecker, ne? Kennt ihr das? Das ist so ein Broch. Oh, Kinder, Broch, Brot, lecker. Ist zwar nicht so sonderlich, nah, wie so schon vielleicht ein bisschen, ne? Aber ist ja sehr weißes Mehl, ne? Und die weißen Mehlsorten sind ja nicht immer alles die besten, ne? Auatsch. Ja, Leute, muss mir das denn so im Rücken weht schon wieder? So was geht doch gar nicht. So, eine Runde Bretter vom Kopf hauen hier. Ach ja. Seht ihr mich nicht? Nee, siehst du, hier bin ich. So, ach so, ein Löffel. So. Ah, Leutchen. Leutchen von Häutchen. Ja, aber das ist Ungerechtigkeit im Leben, ne? Nee, aber was wollte ich sagen? Siehst du hier, von der Getz, ne? Also das Bezahlding, die Steuern da für der TV gucken, ne? Ja, dann stehen Tausende von Übertragungswagen, also sagen wir mal 26 oder 30 oder so, 870 Mikroskope stehen dann da so vor den Befragten, ne? Also auch so ein Fußballmann, ne? Und dann siehst du auf die Mikrofone, ja, immer die Buchstaben da, ne? Zu welchem Sender da gehört. Ja, kann das nicht ein einziger machen? Hm? Von wegen Geld ausgeben? Ja, warum, wofür muss das auch noch erhöht werden? Nee, komisch, ne? Wisse? Drüber nachdenken mal. Ja, ist so, ne? Das kann doch ein Übertragungswagen machen, der kann das doch aufsplitten. Das ist auch kein Problem. Nee, das müssen alle Übertragungswagen machen. Jeder muss seinen Lohn haben, jeder muss seinen Sprit für den Wagen haben, ne, dass er da auch dahin kommt, ne. Ja, jeder, ne. Aber nicht einer denkt mal darüber nach, ne. Das sind so kleine versteckte Dinger, ne. Ja, mach mal deinen Kopf an, ja, und überleg mal, ne. Ja, also, ich weiß, wie ich das zahle. Ich hab schon, wer weiß, wie lange habe ich da schon, ich weiß nicht, 130, 140 Euro oder was vielleicht auch mehr, ja, habe ich schon Rückstand oder wie heißt das, ne? Also noch nicht genug bezahlt, ne? Ich schicke immer mal so 11,11 Euro schicke ich immer. Wenn mal gut geht, 22,22 Euro. Ich habe auch schon mal 33,33 Euro geschickt. Und dann schreibe ich aber immer, ja, für den Kasper-Verein, der mir nur ein Schrott-TV liefert. Das schreibe ich mit über... Da, wo neben mein Name steht, weißt du, Bemerkung oder was, ne? Ja, schreibe ich damit grundsätzlich drauf, ne? Ehrlich, ja. Für den Verein, der mir mein Geld für nichts wegnimmt. Ja, für nichts. Das ist für nichts. Was ist das denn? Hm? Was zahlt man denn die Getz? Ja, diese Rundfunksgebühr, Schweinekram da. Mann, ich bin hassig. Ich bin hassig heute. Oh, bin ich heute hassig? So. Muss das mal eben hier um die Ecke schmeißen. So. Wo ist es denn? Läppchen. Da, Läppkes. Ah. Hier ist noch eins. Ich brauche hier insgesamt 3. Ja? Tinkerbell, brauchst nicht laufen gehen, mein Schatz. Tinkerbell, kannst ruhig sitzen bleiben. Ach ja, kannst du ruhig sitzen bleiben. Ach so, einen davon brauche ich auch noch. Für den heißen Suppenpott.
Ach ja. Ja, aber, ne? Ja, ich bin derjenige, von dem ihr Geld haben wollt. Ja, meint ihr, ja, oder stellt mal vor, euch spricht jetzt einer auf der Straße an. Hast du mal Geld? Ja, wenn er ein armer Mensch ist, gib ihn, ja. Oder kauf ihm Brot für seinen Hund, Katze, weil er gerade dabei hat, ein Futter oder so, ja, Wurst, eine Flasche Milch oder so. Macht das. Seid nette Menschen, ne? So. Ja, aber da kommt jetzt irgendeiner mit einem Anzug, Krawatte, Einstecktuch, so ein Strunzläppchen, haben wir einmal früher gesagt. Renate zum Mitschreiben. Strunzläppchen. Ja. Und der will jetzt von dir Geld haben. Ich sag mal 15,38 €. 15,38 € will er von dir haben. Ja, du willst ihn erstmal einen auf der Mappe hauen, oder? Was willst du denn von mir? Hau da einen rein. Ja? Ja. Da kommen wildfremde Menschen. Du hast doch niemals mit dir einen Vertrag gemacht. Ja, ich hatte noch nie, seitdem ich Rundfunksgebühren bezahlen muss, ne? Früher hieß das ja anders, ne? Schnell ändern, dann kann man auch die Preise erhöhen. Ja, so, dann war das ja so, ne? Du musst jetzt gucken, ne? Ja, wie du da rumkommst, ne? Damals ging das ja noch. Das war ja auch, ja, das war auch schon schäbig, das war auch schon eine Summe. Ja, wenn man wenig Kohle hatte, dann musstest du gucken, wie du klarkommst mit so einer Extrazahlung da, ne? Kein Unterschied, aber ich hatte angeblich mit denen einen Vertrag. Wo? Ich hatte keinen Vertrag, nicht ein bisschen, bis heute nicht. Wir behaupten das, ja? Und da kannst du nicht mal gegen angehen. Nein, ja, und dann kamen ja auch diese Vollpfosten, ja, kamen ja bei dir ins Haus. Ja, was hab ich auf die Jungs gewartet, doch. Ich hab ja schon alles parat liegen gehabt. Gerichtsurteile, und was nicht alle. Oh, ja, nee. Ja, ich bin dann Gegner davon. Ich, tut mir leid, ja, ich bin wirklich kein Verschwörer, das bin ich überhaupt nicht, interessiert mich nicht. Aber ein Gegner von, ja, kann ja jeder kommen und sagen, so, ich erfinde jetzt mal einfach was, ne? Genauso wie die Gemma oder Machma. Nee, wie heißt das nochmal? Gema und das andere da, ne? Ja, so Musikbezahlungen oder Filme. Ja, da müssten selbst sogar, ja, die armen Damen vom Kindergarten schwer aufpassen. Ja, die dürfen auch lange nicht den Eltern einen Liedtext mitgeben, was sie dann so vielleicht üben sollen, um mit die Kinder ja Weihnachtslieder zu üben oder so. Nee, das geht nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst doch keine Liedtexte hier auf ein Stück Papier schreiben. Ja, hallo. Hallo, Frau Nachbarin. Ja, hallo, Frau Surbier. Ja, weißt du so. Ja, das ist alles. Ja, das ist unser Land. Da kommt irgendeine Firma, ja, oder eine Firma, die kontrolliert, ob du überhaupt ein kreditwürdig bist. Das gibt es ja auch, ne? Und die kriegen auch Kohle ohne Ende. Ja. Ich frage mich wohl nur manchmal, wo die Kohle herkommt, bei Bestechung oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Ja. Ja, da werden einfach so ein paar Buchstaben aneinandergereiht, ne? Ja, und zack. Schon ist es eine neue Firma. Und die lässt Kohle von dir verlangen. Ach ja. So. Ach, nee. So. Geh mal eben dann Pause machen, ne? Ja und? See you later, Aber wir haben Alex. schon gegessen. Nein, wir haben schon gegessen, wir sind satt, war lecker. Ja, Reste Linsensuppe war super. Kleine Nebenfrage noch. Ist euch mal ein Politiker aufgefallen, der vor den Sommerferien, ja, geschimpft hat oder so angedeutet hat, liebe Tankstellen, beziehungsweise Ölmultis, die Tankstellen sind es ja eigentlich so, glaube ich, gar nicht mal schuld, liebe Ölmultis, erhöht nicht die Preise, wenn es auch in Richtung Urlaub geht und Schulferien. Ne? Sonst schimpf ich. Habt ihr noch nicht erlebt, ne? Ne, das sehe ich auch nicht. Wird's auch nie geben. Ja. Ja, oder? Ja, das sind meine Gedanken. Ich bin da ein bisschen sensibel und mich fühle ich das so an. Ne? Ich weiß immer, was die da mit dem Schilde führen.
Ja, und damit fühlen sie nichts Gutes im Schilde, ne? Ja, die meckern ja auch hinterher noch nicht mal. Und die lassen immer die schön die Preise so, ja, so, ne? Je mehr Liter, desto mehr Steuern. Richtig. Ja, oder? Ja, denk doch mal drüber nach, ja. Der dicke alte Mann, der ja aussieht wie ein Weihnachtsmann, der lügt doch nicht, ja. Das sind seine Ideen, seine, oder sein, wie sagt man dazu? Fantasien ist ja auch blöd, ne? Fantasie, ja, Fantasien sind immer so Träume, so Tagträume. Ich will ja nicht tagträumern, ich will ja einfach nur, ja, meine Gefühle freien Lauf lassen. Ja, und diesen Gott sei Dank, meine Gedanken sind immer noch frei. Und glaubt mir, Leute, ich lasse mir auch nicht von keinem, auch von Politikern, nicht das Mundwerk verbieten. Ja. Selbst ein Märchenbuchautor kann ja mal zu mir kommen und andere und seine Märchen erzählen. Hat er sich wochenlang nicht sehen lassen, ne? Ja, ne, oder? Hat er sich wochenlang nicht sehen lassen? Ja, und bei dies? Ja. Erstmal müssen alle draufzahlen. Ja, die Rentenreform, Rentenreform. Ja, die erfinden erstmal ein tolles Wort, ne? Bürgergeld, boah, Flaschenpfand, boah, ja, von O bis O. Ja, ging ja nicht anders. Ne? Die mussten ja mit dem dicken Reifenprofil mussten ja dafür sorgen, dass wieder ein Brumm mehr Sprit verbraucht wird. Also mit dem Winterreifenprofil. Ne? Ja, dickes Reifenprofil, mehr Sprit. Ne? Weil das wollte, drohte ja das 3-Liter-Auto. Das möchte ich sehen. Ja, ja, und wo kommen denn die Steuern her? Ne? Ja, also mussten sie sich was einfallen lassen. O bis O, ne? Winterreifen drauf und gucken wir mal, ne? Licht an, ja, Licht verbraucht auch, ne? Eine Klimaanlage verbraucht ganz schön Benzin, wenn die so beim laufenden Motor nur im Stand, ne? Ja, das verbraucht die auch ordentlich, ne? Ja, nicht wundern, ne? Ja, so, ich wünsche euch was, ne? Haltet die Ohren steif, bleibt schön brav, ne? Nicht so frech sein wie hier ich, ne? Nein, ich bin nicht frech, ich bin nur ehrlich. Ihr wisst das, ihr kennt mich. Ja, haltet die Ohren steif, den Rest auch. Kennt ihr? Ja, den nicht vergessen. Weitersagen nicht vergessen. Immer nur teilen. Ja, bei euch auf Facebook oder wie auch immer. Und ja, dann schauen wir mal, was aus uns wird, ne? Jo, also, dann wünsche ich Ihnen noch ein herzliches Glück auf. Ja, und bleibt gesund. Tschüss.